Freunde, Bekannte der Künstlerin. Es ist schon etwas Besonderes, wenn man die erste große Ausstellung im Jahr 2013 hier mitten im Zentrum der Stadt, im Gotischen Haus, einem wichtigen Zentrum der Kunst in Spandau, eine Ausstellung eröffnen darf. Ich kannte Constanze Klein seit rund 20 Jahren und mehr oder weniger hatte man Kontakt und ich habe sie immer als eine sehr engagierte, hochmotivierte, spannende Dame eingeschätzt und wusste auch, dass sie Kunstwerke etwas gesammelt hat, eine Kunstsammlerin in einem gewissen Maße. Aber ich wusste wirklich nicht, ich hatte einige Bilder bei uns zu Hause gesehen, die da gehangen haben, aber konnte sie dann immer nicht zuordnen, weil Frau Klein sich mir gegenüber als Bildungs- und Kulturstadtrat nie so geoutet hat, dass sie auch hervorragende Arbeiten selbst dann auf die Leinwand oder auf das Papier bringt. Als der hinterbliebene Ehemann der Malerin möchte ich als erstes dem Bezirksamt Spandau dafür danken, dass es diese Ausstellung ermöglicht hat. Dem gemalten Nachlass meiner Frau habe ich katalogisiert. Es sind 612 Objekte. Zweitens, 1991 gab es in der Galerie im Hinterhof in der Spandauer Wilhelmstraße eine erste Ausstellung. Die Eröffnungsansprache hielt damals die in Kleinmachnow beheimatete Berliner Malerin Helga Schulze, eine der Dozentinnen meiner Frau. Diese Ansprache war exemplarisch. Kernaussage meines Erachtens der Satz: Aus dem Malen als anfänglicher Freizeitbeschäftigung sei für meine Frau ein nicht mehr wegzudenkendes Lebenselixier geworden. Ein Zitat von Picasso. Jeder möchte die Kunst verstehen. Warum versucht man nicht einfach die Lieder eines Vogels zu verstehen? Warum liebt man die Nacht, die Blumen, alles um uns umher, ohne es durchaus immer verstehen zu wollen? Aber wenn es um ein Bild geht, denken die Leute, sie müssen es verstehen. Wenn die Menschen nur vor allem erst einmal begreifen wollten, dass ein Künstler schafft, weil er schaffen muss, dass er selber nur ein unbedeutendes Teilchen der Welt ist und dass ihm nicht mehr Aufmerksamkeit zugewendet werden sollte als vielen anderen Dingen auch, die uns in der Welt erfreuen, obwohl wir sie auch nicht erklären können. Zu den Bildern hier kann es nur eine Feststellung geben. Sie sind ehrlich, wahrhaftig, selbst erlebt und erarbeitet und darum sind sie einfach schön. Unsere Ausstellung mit Arbeiten von Constanze Klein zeigt das gesamte Spektrum ihres Schaffens. Allerdings muss man sagen, wir haben jetzt keine Chronologie in diese Ausstellung gebracht. Christian Melzer, der wieder Hervorragendes hier geleistet hat, hat vielmehr versucht, einzelne Themen zusammenzustellen, um eben auch vergleichen zu können, wie ihre Ausdrucksmittel sich im Laufe der Zeit verändert und auch verfeinert haben. Und das macht, glaube ich, ihren besonderen Zauber ihrer Kunst aus, nämlich einerseits die analytische Sicht auf die Struktur der Dinge und gleichzeitig die kindliche Begeisterung für das, was in ihnen steckt. Vielen Dank, die Ausstellung ist eröffnet.